Ja, ich bin noch ganz geflasht von dem Vortrag, wenn ich ehrlich bin, weil ich noch darüber nachdenke, ob ich das richtig verstanden habe oder ob ich es richtig verstehen wollte. Sind Sie nur eine Werbefigur? Sprechen mit mir. Frau Kinnert? Als Influencer? Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich in Deutschland in den letzten Jahren den Begriff Influencer höre, dann finde ich ihn sehr technokratisch als Marketingmarke irgendwie ja, reduziert. Wenn man in Amerika eben den Begriff Influencer verwendet, der ja dann natürlich Englisch im Wortgebrauch ganz anders konnotiert ist, dann ist es eben jemand, der Einfluss hat. Und es kann in unterschiedlichen Disziplinen funktionieren und es kann über diese Disziplin hinaus funktionieren. Ich habe natürlich das Gefühl, dass jeder Journalist, irgendwie jeder Politiker, jeder, der im öffentlichen Raum irgendwie auf irgendeine Art und Weise Farbe bekennt und dadurch zur Marke wird und dadurch einen Orientierungsrahmen gibt, irgendwie auch Marke ist und dadurch irgendwie Influence hat, also Einfluss hat. Ich warne aber davor zu überlegen, welche Personen von sich heraus irgendwie emanzipiert für sich selber einstehen und welche auf eine gewisse Art und Weise sich objektifizieren lassen, weil sie ihre Karriere nur als einzukaufen verstehen. Und ich glaube, dass da in einem größeren öffentlichen Rahmen schon ein Unterschied zu machen ist. Ja, aber wie unterscheide ich das jetzt als Nutzer der sozialen Medien, ob ich jetzt da eine authentische, also authentisch war übrigens, das war so ein Begriff, worüber ich nachgedacht habe, wie ich authentisch, ob ich den richtig verstanden habe, weil wenn ich Werbefigur bin, bin ich doch eigentlich eine Werbefigur und nicht authentisch. Also worin unterscheide ich mich oder wie finde ich das raus als Nutzer eines solchen Kanals? Na, wahrscheinlich gibt es erstmal einen legislativen Rahmen, der auf Transparenz setzen sollte. Deswegen sind Anzeigen wahrscheinlich oftmals als Anzeigen gekennzeichnet. Aber es ist eben sehr fließend. Wenn ich ein Idol habe, wo ich mir damals ein Bravo-Poster übers Bett gehängt habe und ich sehe das Idol zufällig ganz privat irgendeinen Müsli-Riegel auf der Straße essen, dann finde ich den Müsli-Riegel automatisch toll, auch wenn der nicht dafür eingekauft wurde. Das geht ja ineinander fließend über, weil Vertrauen, ich meine, daher kommt ja Glaubwürdigkeit, dass ich über die Währung Vertrauen mich jemandem nähern möchte oder mich mit jemandem identifizieren möchte. Und das funktioniert natürlich eben nicht in genau diesem abgesteckten Rahmen. Wenn es so wäre, dann wäre eine Werbefigur eben keine Werbefigur. Ich gehöre jetzt blöderweise zu denen, die noch ausgebildet werden müssen, weil ich schon über 40 bin. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Aber wollen wir gleich über die harten Themen sprechen bei der CDU? Sehr gerne. Ist es das über 40-jähriger Sein, das zu diesen diversen Kommunikationsgaus geführt hat im Zusammenhang mit Rezo? Oder was ist da schiefgelaufen? Versteht man in den Parteien überhaupt gar nicht, was da passiert? Ich würde sagen, in den Parteien genauso wenig wie überall auch. Ich habe das Gefühl, wenn wir uns nur beschränken auf eben die ganz technokratische Art und Weise, wie wir kommunizieren, dann geht das Habituelle verloren. Wir sehen bei Fridays for Future seit einem Jahr sind Millionen Kinder weltweit auf der Straße. Die Rezo-Debatte musste über 10 Millionen Klicks, das Video hat über 10 Millionen Klicks bekommen, bevor es im Adenauerhaus besprochen wurde. Und das generiert sich alles aus einer Generation, bei der ich eigentlich vermuten würde, seit einem Jahr müsste die junge Union schon damit beschäftigt sein. Und das ist eben was ganz Und? Grundsätzliches, dass ich das Gefühl habe, wir haben Ordnungsrahmen und Ordnungseinheiten, die aber niemals reformiert worden sind. Die Junge Union hat knapp 100.000 Mitglieder und von den 100.000 Mitgliedern generiert sie sehr erfolgreich weiteren Nachwuchs aus klassischen vorpolitischen Orten wie den Messdienern, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk. Und ich meine das eben nicht mit Helme, da sind sie erfolgreich. Nur die neuen sozialen Orte, die man soziologisch erstmal erfassen muss, die bleiben da außen vor. Wenn dann Jan Böhmermann sagt, morgen gehen wir alle auf die Straße für Seenotrettung, sind die morgen alle da? Und mit Wolfgang Schäuble habe ich mich unterhalten, er hat gesagt, aber warum? Die haben keinen Mitgliedsausweis, woher wissen sie das und wie funktioniert es? Das ist eben nicht mehr so, dass ich einen Mitgliedsausweis in der Schublade habe und dadurch bin ich Teil einer soziologischen Gruppe, sondern es ergibt sich über ein Mindset, auch ohne dass ich die Leute kenne, sehr impulshaft, sehr kampagnenhaft, sehr themenspezifisch und eben auch durch eine kapitalisierbare Peer Group, zu der man eben mitgehören möchte.
das würde mich wiederum zu der Frage fast führen, hat möglicherweise die Union nicht die richtigen Themen dann für diese Generation, aber das wäre ein anderes Thema. Aber es ist genau dieser Kreislauf. Die Fridays for Future-Leute sind nicht bei der Jungen Union und nicht bei der CDU, weil sie das Gefühl haben, da spielen deren Themen einfach noch keine Rolle. Die CDU erreicht die nicht, weil eben deren Themen da keine Rolle spielen und weil sie nicht da drin sitzen. Und es ist ein Teufelskreislauf, den man irgendwie durchbrechen muss. Und da spreche ich eben nicht nur für meine Partei, weil ich eben glaube, wir haben eine demokratische Ordnung, die auf den Parlamentarismus und auf die Parteien als erste Brückengeber von Gesellschaft und politischer Ordnung setzt. Und solange sich keiner dafür verantwortlich fühlt und Bürger das Gefühl haben, ich kann ohne diesen Rahmen besser, und Politik das Gefühl hat, ich mache doch Angebote und keiner kommt, glaube ich, wird die Diskrepanz immer größer und das nützt am Ende nur den Rändern. Herr Kohler, hatte die FDP einfach nur Glück, dass Rezo irgendwie sie gar nicht wahrgenommen hat, oder? Rezo ist ja gefragt worden, warum hast du denn gar nichts zur FDP gesagt? Und dann hat er, glaube ich, gesagt, ich wollte eigentlich auch noch was zur FDP sagen, aber das Video war schon so lang, dann habe ich das am Ende nicht mehr untergekriegt. Also ich glaube, wir hatten einfach Glück, dass er das nicht gemacht hat. Ich habe mich aber öfter schon bei dem Gedanken ertappt, wie wir darauf reagiert hätten, auf eine solche Thematisierung in einem Video. Und ich habe nicht die eine klare Antwort. Was ich aber glaube, ist, dass wir einen großen Graben haben in Deutschland zwischen denjenigen, die sich ganz natürlich in digitalen Formaten bewegen und denjenigen, die sich ganz natürlich in politischen Formaten bewegen. Und möglicherweise ist in Deutschland es besonders groß, die Diskrepanz zwischen analogen Formaten und digitalen Formaten und politischen Formaten. Ich will das deutlich machen an dem Beispiel Mützenich, dem möglicherweise bald neuen regulären Vorsitzenden der SPD, Bundestagsfraktion. Ich habe ihm gerade zugehört im Deutschen Bundestag und der Mann wird ja dafür abgefeiert, dass er in seinem ersten Interview als neuer Interimsvorsitzender gesagt hat, also Twitter, das kommt mir nicht in die Tüte, ich stehe noch auf die analoge Kommunikation. Und das kommt in Deutschland unheimlich gut an, wenn eine Führungsperson, hat in einem Interview gesagt, nachdem er gewählt wurde. Nein, wo das gut ankommt. Also ich nehme das wahr, dass das bei der Generation, ich weiß nicht, ob es U40 ist, es gibt das aber auch bei Jüngeren, will ich gar nicht permanente Alters zu wenig selbstkritisch sein, aber das kommt unheimlich gut an, sich selbst zum Maßstab der politischen Kommunikation zu erklären, und wer dann sozusagen Social Media macht oder gar eigene Formate ein bisschen anders macht und kommuniziert, das ist alles nicht seriös. Ja, Robert Habeck ist der größte Held der Kommunikation, weil er sich in Deutschland von Twitter verabschiedet hat und wird dafür gefeiert. Ich weiß nicht, ob das gut ist, um den Graben zwischen Politik und digitaler Öffentlichkeit zuzuschütten. Ich glaube, es ist eher schlecht und ich glaube, wir brauchen mehr Menschen in der Politik, egal welchen Alters, die einen natürlichen Zugang zu digitaler Kommunikation haben. Deswegen glaube ich auch, sehe ich das auch kritisch, wenn irgendwelche Abgeordnetenkollegen dann 5 neue Referenten einstellen, die sich mit dem Thema Social Media beschäftigen. Ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, auch aus der eigenen Fraktion, aber es gibt da Leute, die machen dann einmal Fotos für die Konserve und da wird dann sozusagen rausgeballert bei Instagram das ganze Jahr. Ich sage dann immer, es ist komisch, heute scheint doch gar nicht die Sonne. Wieso scheint auf deinem Instagram-Account die Sonne? Null authentisch, alles aus der Konserve, aktionistisch ohne Ende. Es braucht einen natürlichen Zugang zu sozialen Medien, einen natürlichen Zugang zu digitalen Öffentlichkeit und ein bisschen mehr Mut und Zutrauen, dass sich das schon ergibt. Und das ist in Deutschland echt eine sehr unbefriedigende Situation. Könnte das damit zusammenhängen, dass ja eigentlich Politiker Influencer sein sollten, also politische Wirkungsmacht entfalten, und dass man zunehmend das Gefühl hat, dass Influencer mehr Wirkungsmacht entfalten als Politiker? Also ich glaube, manche Kolleginnen und Kollegen haben vielleicht die Sorge, aber für mich gehört natürlich die Kommunikation dessen, was ich glaube und was ich umsetzen will in der Politik, zur politischen Kompetenz dazu. Das ist Kernaufgabe, das kann man nicht delegieren. Es gibt auch diese romantische Vorstellung in Deutschland, dass es in jeder Fraktion 3-4 Leute gibt, die draußen die Reden halten, und der Rest, die werden dann immer sehr romantisiert, die Arbeiter im Ausschuss, die Fachpolitiker. Aber auch die müssen wiedergewählt werden. Auch die müssen ihren Leuten erklären, was sie wollen und wofür sie stehen. Also das
Politik ohne Kommunikation funktionieren würde, das ist eine ganz seltsame romantische Vorstellung in Deutschland. Und ja, natürlich müssen Politiker das, was sie tun, erklären. Und zwar mit Leidenschaft und mit der Möglichkeit, auch hinterfragt und befragt zu werden. Und es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man irgendwie ganz viele Kommentare bekommt, die vielleicht auch mal negativ sind. Und dann muss man die halt vielleicht mit ein bisschen Selbstironie beantworten und nicht, wie die CSU es gerade gemacht hat, einfach löschen, weil man denkt, oh, das ist ein bisschen in die falsche Richtung hier gegangen. Da können wir auch noch drüber reden, über dieses beeindruckende Video. Ja, das ist ja auch kein CSU-Abgeordneter. Warum macht die CSU nicht einen YouTube-Channel mit einem Abgeordneten oder mit einer Abgeordneten? Doro Bär, ja, finde ich, hat einen super natürlichen Zugang zu digitaler Öffentlichkeit. Warum kaufen die jemanden ein, der überhaupt kein gewählter Politiker ist und wo man auf den ersten Blick erkennen kann, der hat sich jetzt die Haare gefärbt, so ein bisschen Rezo-mäßig, ja, das ist doch null authentisch. Ich habe das früher immer so gehalten, wenn einer nicht am Tisch sitzt, ist immer ein bisschen schwierig über die Recht, weil man, ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen. Früher konnten Sie ganz entspannt lächeln, Herr Brauns, das können Sie jetzt nicht mehr. Und zwar aus folgendem Grund. Mittlerweile findet der Influencer an sich offenbar, dass Journalismus jedenfalls in weiten Teilen auch verzichtbar ist. Früher hat Journalismus, war der Gatekeeper, hat erklärt, hat sortiert, hat bewertet, hat, und jetzt erklärt man ihnen, dass sie eigentlich genauso überflüssig sind. Zumindest mag sie Rezo nicht mehr als die Politik. Wie fühlt man sich da? Willkommen im Club. Ja, ich würde die Diagnose jetzt gar nicht teilen, weil Rezo hat das ja nicht, nicht so gesagt. Also Sie nehmen jetzt Bezug auf das letzte Video, wo er über die FAZ und die Bild-Zeitung gesprochen hat. Also erstens hat er ja nicht alle Medien genannt, auch wenn es vielleicht in Teilen auch unfair war, den Medien gegenüber, die er genannt hat. Aber er hat ja auch in seinem berühmt gewordenen CDU-Zerstörungsvideo sich fast ausschließlich auf journalistische Quellen bezogen. Also, und er, das hat er auch kommuniziert, also dass er durchaus Anerkennung übrig hat und auch also für Journalismus und für Recherche und für Quellenangabe. Aber nichtsdestotrotz haben Sie natürlich recht, dahinter steckt ja die Frage der Gatekeeper-Funktion, die sich natürlich die sich erweitert, würde ich jetzt mal sagen. Und Also wenn ich Frau Jahnke folge und ihrem Vortrag, wenn ich mir die Kurve, das ist ja fast schon ein Hockeystick, das ist aber ein anderer Zusammenhang, also da geht es bei den sozusagen bei den Werbeetats für Influencer steil nach oben und es kann halt nur einmal verteilt werden, woanders landet es jedenfalls nicht mehr. Und zur Finanzierung von Journalismus ist jedenfalls erkennbar nach dieser Grafik deutlich weniger Geld da. Ja, gut, klar. Also es gibt ja auch die Diskussion, ob stiftungsfinanzierter Journalismus zum Beispiel eine Idee sein könnte. Da gibt es ja auch schon Beispiele. Aber ja klar, der Anzeigenmarkt bricht natürlich im Printgeschäft ein. Aber es gibt ja jetzt zahlreiche Medien, haben jetzt begonnen mit ihren Plus-Zugängen. Ich finde das vom Handling her aus Nutzersicht total unpraktisch. Also ich hätte lieber so ein Spotify für Zeitungskonsum. Das muss man die Verlagschefs fragen, warum das nicht geht. Aber da ist was in Bewegung, glaube ich. Also ich glaube schon, dass die Leute bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Auch für solche Informationen. Das hat jetzt, glaube ich, nicht so viel mit den Influencern unbedingt zu tun. Dass da kein Geld mehr im Journalismus unbedingt... Die Frage ist schon, das schwingt ja über dem Ganzen bisher, ist Relevanz. Was ist bedeutsam? Was entwickelt Wirkungsmacht? Wo kann ich Einfluss nehmen tatsächlich? Und die Rolle, glaube ich, hat der klassische Journalismus sich schon zugeordnet. Und wenn das jetzt auf diese Art und Weise ins Wanken kommt, was bedeutet das? Was bedeutet das für Sie zum Beispiel persönlich? Wäre es nicht besser, wenn Sie Influencer wären? Also ich bin ja auch Influencer mit 3000 Twitter-Followern. Nein, sind Sie nicht, weil ab 10.000 gilt es erst. Das war doch Instagram.
Ich habe sehr aufmerksam zugehört. Nein, Spaß. Aber das ist ja nochmal eine andere Ebene, also mit den Werbeetats oder den Anzeigengeschäften. Aber die Frage danach, wie viel Einfluss wir als Journalisten noch haben, also bei der Rezo-Debatte zum Beispiel, da würde ich einen Teil zumindest dieses Hypes oder dieses Erfolgs dieses Videos auch darauf zurückführen, dass das so eine Art Ersteffekt war, weil in so der breiten öffentlichen Wahrnehmung waren Influencer bisher irgendwie Leute, die Schleichwerbung gemacht haben, jetzt negativ gesprochen. Mhm. Und dann kommt, gut, das war jetzt aus bestimmten politischen Richtungen auch als Schleichwerbung irgendwie diskreditiert worden, weil das wie ein Brand Advocate für die Grünen irgendwie war, auch wenn das nicht gekauft war, aber inhaltlich. Aber ich denke mal, die Medien sind auch deswegen so draufgesprungen, weil das halt so faszinierend war. Eigentlich ist das Aufmerksamkeitsspanne geht immer wieder runter und der hat eine Stunde gemacht und der macht sonst eigentlich ganz andere Sachen und auf einmal ist der politisch und auf einmal heißt es Repolitisierung der Jugend und die Resolutze und das ist ja alles total aufgebauscht worden auch ein bisschen. Es ist ja richtig so, dass die Leute auf die Straße gehen, gerade die jungen Leute, und dass dann eine gewisse Politisierung stattfindet inhaltlich auch, aber ich glaube nicht, dass jetzt wir alle 3 Monate über ein Rezo-Video sprechen werden in dieser Aufgeregtheit und dieser Massivität an Artikeln. Einfach, weil es auch dann nicht mehr neu ist. Günther Thyssen ist Verbandsfunktionär, Lobbyist, wie ich, und muss oder hat das Interesse, auch Wirkungsmacht zu erzielen für eine bestimmte Branche. Wenn man das hört, wenn man das sieht, wenn man das mitbekommt, wie beschäftigt sich ein Verband damit und was machen Sie in dem Bereich? Wie ich heute eigentlich gelernt habe, bin ich eigentlich schon lange Influencer, denn eigentlich sind alle Verbandsvertreter, die Interessen ihrer Branche vertreten, Influencer. Ich glaube nur, dass im Grunde verschiedene Kanäle dazu gekommen sind. Früher ging sehr viel über Medien, über sozusagen das Filter des Journalisten, des Redakteurs. Mittlerweile erhalten wir als Verbände eine große Chance, auch selbst und direkt kommunizieren zu können. Wir bedienen, zumindest bei uns, bei den Zuckerverbänden, nicht unbedingt gleich eine ganz große Masse von, keine Millionen Abonnenten, wie sie hier an der Tafel standen. Ich glaube, auch bei den 10.000 werden wir sicherlich unsere Schwierigkeiten haben. Aber die Frage ist ja immer, hat man auch dann die entscheidenden Personen mit an Bord? Hat man Politiker an Bord, die sich tatsächlich für unser Anliegen interessieren? Hat man auch die eigenen Leute, die Verbandsmitglieder mit an Bord, die sagen, jawohl, das, was unser Verband sagt und unser Verbandsinfluencer sagt, das ist richtig. Und das sind die entscheidenden Fragen und ich glaube, dann hat man zumindest die Chance, dann auch Wirkungsmacht irgendwo zu erreichen. Nach wie vor bleiben, auch das habe ich aus dem ersten Vortrag sicherlich mitgenommen, bleibt es, Relevanz zu zeigen. Relevanz für für den Politiker vor Ort, für Branchen, für ganze Wirtschaftszweige, für Arbeitsplätze in den Regionen und auch für unseren Wohlstand, in dem wir leben. Das sind weiterhin die Herausforderungen, die haben wir früher gehabt, die haben wir jetzt auch mit den sozialen Medien. Meistens viel läuft über Twitter, würde ich so einschätzen. Das eine oder andere über Facebook und YouTube. Man hat das Gefühl, dass in der Politik ja jetzt seit dieser Rezo-Geschichte, die wahrscheinlich tatsächlich in der Dimension einmalig war, dass man jetzt das Gefühl hat, wir müssen da jetzt was machen. Das hört sich so an, wie ich brauche jetzt einen neuen, also das ist so technisch herangegangen. Da müssen wir jetzt was machen. Das kann nicht funktionieren, oder? So jedenfalls nicht, oder?
Genau so ist es. Ich sehe da auch einfach ein großes technokratisches Konzept dahinter. Das kann so nicht funktionieren. Das hat allein schon auch was mit den Häusern zu tun, wie unsere Parteien strukturiert sind. Wir haben in Berlin eben das Konrad-Adenauer-Haus, die Hauptgeschäftsstelle. Da ist, ich überspitze es jetzt, die Hälfte der Leute, die da seit 50 Jahren arbeiten, sind eigentlich noch alte Kirchenrechtler. Das ist im Prinzip ein Unternehmen, das sich niemals richtig transformieren musste, weil es natürlich auch nicht unter dem unternehmerischen irgendwie Konkurrenzdruck stand, dass diese Reformen dort nötig waren. Und wir haben da Leute eben, die machen da Kirchenamt und irgendwann dann sage ich, wo sind denn die Leute, die machen hier Blockchain und die gibt es da einfach noch nicht. Natürlich kommen dann ganz andere Fragen dazu. Die AfD baut ja diesen Newsroom da ganz aus, der natürlich auf eine gewisse Art und Weise den Journalismus ja auch verdrängen soll. Da sollen in-house, so wie es jetzt auch bei vielen großen Marken ist, die PR-Agenturen werden outgesourced, die braucht keiner mehr, weil man in-source die quasi die PR-Agenturen bei den eigenen Marken mit aufbaut. Das passiert in der Politik, in manchen Stiftungen ähnlich, dass man sagt, okay, wir machen hier eine Konferenz. Und eigentlich hatten wir in der letzten Reihe oder in der ersten Reihe immer 20 Plätze für Journalisten, die einfach ungefiltert zuhören und das dann einsortieren und darüber schreiben. Und oftmals gibt es jetzt den Trend, dass man sagt, wir brauchen die Journalisten nicht mehr. Wir haben hier unsere eigenen 5 Social-Media-Leute, die sollen es dann so darstellen, wie es eben nach draußen dargestellt werden soll. Und es ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise von Gefahr für Demokratie, weil nämlich diese Ungefiltertheit, die Meinungsdiversität, die dahinter steht, die Hinterfragbarkeit dann nicht mehr so gegeben ist. Und das muss eben wertegebunden stattfinden. Man muss innerhalb der Parteien und innerhalb verschiedener anderer Organisationen und Verbände und Unternehmen eine moderne, angemessene, zielgruppengerechte Ansprache und dafür die Plattform finden. Man geht eben nicht mehr auf den klassischen Markt und verteilt da seine Möhren. Das funktioniert so nicht mehr ausschließlich, genauso wie im Wahlkampf. Und gleichzeitig muss es, wenn es übersetzt wird vom Analogen ins Digitalen, da eben auch Spielregeln geben. Wenn es im Analogen die Spielregeln gibt, im Wahlkampf mache ich die Plakate auf diese Höhe und nicht vor die Schule und es fängt 3 Wochen vor den Wahlen an oder wie auch immer, da gibt es Spielregeln und die muss es im Internet genau auf die gleiche Art und Weise geben und gerade wenn es um eine Finanzierbarkeit geht, eben da auch um Transparenz. Es kann natürlich nicht sein, dass Erdogan und Putin verschiedene Wahlkämpfe in verschiedenen Nationen durchsponsern und die Leute nicht Bescheid wissen. Und das versteht man an der Parteispitze. Spannend finde ich, dass Sie gesagt haben, wir müssen das auch regulieren oder wir müssen jedenfalls Regeln finden, wie wir damit umgehen. Das ist ja etwas, und das fasziniert mich auch an der Gesamtdiskussion übers Netz. Wenn Sie das sagen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn es Frau Kramp-Karrenbauer sagt. Frau Kramp-Karrenbauer hat das Gleiche gesagt. Das hat zu diesem Missverhältnis dann geführt, 4.000 Kommentare und 50 Likes oder 50 Mal geteilt. Hat denn diese Form von Parteistruktur überhaupt eine Chance dann? Oder was würden Sie ändern konkret? Oder was ändern Sie denn jetzt vielleicht? Hört Sie Frau Kramp-Karrenbauer? Morgen habe ich ein 90-minütiges Streitgespräch mit Frau Kramp-Karrenbauer. Geht doch. Aber nein, grundsätzlich ist der große Unterschied bei uns natürlich in der Machtkonstellation. Wenn Kramp-Karrenbauer spricht, dann spricht sie für 500.000 CDU-Mitglieder und quasi als Regierungspartei. Wenn ich spreche, spreche ich für mich. Ich glaube, man muss natürlich den Kontext beurteilen. Wenn ich jetzt hier über das Thema spreche, dann meine ich das in der Weite, dann ist es nicht nachrichtengetrieben. Wenn Kramp-Karrenbauer in der Wahlanalyse nach schrecklichen Ergebnissen, die schön geredet werden, despektierlich über Meinungsmacher und eine ganze Generation spricht, indem sie den Anschein irgendwie erwirken lässt, dass sie diese Meinungen unterbinden möchte, dann hat es natürlich eine ganz andere Ernsthaftigkeit und ein ganz anderes Image. Ich habe beispielsweise nach dem Rezo-Video, als Philipp Amthor das Video gedreht hat, was nie rauskam, als andere Leute reagiert haben, Paul Ziemiak, der Generalsekretär, hat ja dann dieses 11-seitige PDF-Dokument auf Twitter geteilt, hat geschrieben, es kommt jetzt im Thread und hat dann 2 unterschiedliche Tweets draus gemacht und also sind ein paar Dinge daneben gegangen. Die hätten mir ehrlicherweise genauso passieren können. Ich bin auch kein Mensch, ehrlicherweise, wenn Sie meine Social-Media-Kanäle anschauen, da ist nirgendwo so ein Selfie-Video oder so von mir drin, weil das nicht mein Format ist. Ich habe länger wahrscheinlich als 11 Seiten Papier geschrieben und es als Schriftstück auf meinem Blog online gestellt und Rezo hat eine halbe Stunde später darauf reagiert und ich war in einer Debatte mit einigen Influencern und da hat es eben nicht nur was mit den digitalen Snapchat-Filtern und eben mit einem technokratischen, modernen Anschein zu tun, sondern da geht es in erster Linie um ernst genommen werden.
werden. Und es ist natürlich eine Ebene in der Politik, die man da nicht vergessen darf. Das sind nicht Kinder, die bespaßt werden wollen. Das sind junge Menschen, die eine politische Agenda haben, die ihre Position haben und die wollen, dass man die auf diese Art und Weise ernst nimmt. Und auch als CDU und in der medialen Debatte darauf zu reagieren, nicht auf deren Sachthemen einzugehen und zu sagen, ja, wir machen im Klimaschutz zu wenig und Waffenindustrie, Saudi-Arabien ist schwierig und ich weiß nicht genau, welche Themen da noch alle vorkamen. Nicht auf diese Sachthemen zu reagieren, sondern zu sagen, was ist eigentlich die Plattform, ist in genau diesem Statement ja schon despektierlich, weil man deren Meinung auf Augenhöhe als politischen Gesprächspartner nicht ernst nimmt. Und das ist was diese Leute dann natürlich nur noch mehr auf die Palme bringt und eine Aggression hervorruft, ganz anders wie bei politischen Rändern, wenn man das Gefühl hat, da entziehen sich Leute einem politischen Diskurs und dieser politische Diskurs, dafür haben wir Politik in der Demokratie. Ja, ich würde das noch ergänzen. Das hat ja auch was mit letztendlich mit Kontrollabgabe auch zu tun, weil so eine Parteistruktur ja irgendwie auch total durchstrukturiert ist und 1000 Kontrollebenen, bis mal irgendwie eine Kommunikation rausgeht. Und da stelle ich mir aber schon auch die Frage, wie soll so eine Partei damit umgehen? Also weil die Leute verstehen da schon oft nicht mal den Fraktionszwang, den es ja offiziell nicht gibt, aber eben dann doch. So, und wenn jetzt jeder irgendwie auf Twitter rausblubbert, wie es ihm gerade passt sozusagen, dann das muss ja alles so in der herkömmlichen Denkweise irgendwie abgestimmt sein. Und dann, das sieht man ja auch jetzt bei Diskussionen auch in Zeitungshäusern oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn dann irgendwelche Leute, die sehr erfolgreich sind, wie Tina Hassler oder Georg Ressel, die müssen regelmäßig mit Angriffen leben, aber dann die ganze ARD oder ganz ZDF muss mit Angriffen leben, dass das ja alles irgendwie Meinungsmache sei oder so. Das heißt, dafür gibt es jetzt noch nicht da gibt es kein Rezept, glaube ich. Es ist eher was Organisches, worauf man sich auch einstellen muss. Aber irgendeine Klammer muss es, glaube ich, schon geben. Herr Kuhle, brauchen wir für diese andere Generation, für diese andere Kommunikation dann auch andere Parteistrukturen? Brauchen wir andere Zugänge? Wie schließt man die Kluft? Wie versuchen Sie das? Also ich glaube schon, dass es geht. Bei uns ist es ja so, dass, glaube ich, 2/3 der Mitarbeiter der Freien Demokraten nach der Bundestagswahl 2013 ihren Platz räumen mussten, ganz einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Partei aus dem Bundestag geflogen ist. Und sowas ist schlimm für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sowas kann aber ganz heilsam sein. Und wenn ich mir die Geschichten aus dem Adenauerhaus oder auch aus dem Willy-Brandt-Haus so anhöre und das vergleiche mit Erfahrungen, die ich beispielsweise in der beruflichen Tätigkeit gemacht habe, in Unternehmen, in Kanzleien, ja, sozusagen der Chef, der sich den Tweet vorher ausdrucken und vorlegen lässt, ob der so rausgehen kann im Namen des Unternehmens, dann glaube ich schon, dass wir in Parteistrukturen, Unternehmensstrukturen, journalistischen Strukturen generell mehr Zutrauen brauchen in Menschen, die einen natürlichen Zugang zu digitaler Kommunikation haben. Und ich sehe das ehrlich gesagt auch an vielen Stellen. Ich sehe das beispielsweise bei der Art, wie in manchen journalistischen Formaten Kommentare betreut werden. Ja, die Welt hat damit, glaube ich, angefangen, dass sie das auf so eine ironische Art und Weise machen. Ich weiß, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist jedenfalls besser, als etwas einfach laufen zu lassen und mit so einer verbissenen Distanziertheit zum Digitalen irgendwie alles in einen Topf zu schmeißen. Also ich glaube auch, dass es was Organisches ist. Wir müssen mehr ausprobieren, wir müssen mehr Leuten auch Dinge zutrauen, Dinge auszuprobieren und vielleicht auch einfach in die Art und Weise, wie Politiker Politiker werden, wie Unternehmer Unternehmerinnen Unternehmer werden, den digitalen Inhalt viel stärker verankern und viel ernster nehmen. Also ich nehme das noch als ein sehr krasses Orchideenthema in Deutschland wahr. Also die Trennung zwischen digital und dem, was man eigentlich sonst so macht, ist in Deutschland immer noch sehr ausgeprägt, aber dass irgendwie ein Mindestmaß an Digitalkompetenz dazu gehört, ich habe auch wirklich nur ein Mindestmaß, ne? Also wirklich ganz rudimentär, das ist, glaube ich, ein Punkt. Bevor Jan Thyssen noch mal gleich was fragt. Die Grünen machen das aber gar nicht. Also die Grünen profitieren offensichtlich von einer solchen Entwicklung, aber mir sind die jetzt nicht besonders bekannt durch parteiorganisierte Kampagnen über Influencer im Netz. Oder kriege ich das nur nicht mit?
Ich habe das eben schon gesagt, dass, es gibt eben neue soziale Milieus, die dann eigene Influencer sind. Ich meine, 500.000 Mitglieder bei der CDU, das sind die ersten Wertebotschafter und die eigenen Markenbotschafter. Die haben sich mit Geld, mit Zeit, mit Namen, mit Gesicht für ihre Parteimitgliedschaft entschieden, weil sie an die Werte glauben und weil sie hoffen, dass sie mit ihrem Engagement die Partei von unten nach oben mitprägen dürfen und Teil davon sind. Im Wahlkampf stehen hunderttausende Leute auf den Straßen, die für eine Partei kämpfen und für ihre Kandidaten kämpfen, die sie mitunter irgendwie noch nie live gesehen haben. Und ich meine, was gibt es Authentischeres, als dass du noch für jemanden bezahlen musst, damit du für die Person auf die Straße gehen kannst. Das ist ja das Gegenteil von Werbefigur. Und das haben bestimmte Leute besser als andere. Und natürlich ist es, die Grünen profitieren natürlich von allen Themen, die profitieren ehrlicherweise auch von der Verheißung. Wir sind eben die Parteien, die teilweise die Bürgermeister in allen Kommunen stellen, die sagen, die Infrastruktur funktioniert hier nicht. Hättet ihr nicht gegen TTIP irgendwie demonstriert, dann hätten wir vielleicht ganz andere Logistikwege für Containerschiffe geschaffen und hätten ganz andere Tonnen an CO2 eingespart. Und Grüne können natürlich mit, das sage ich jetzt als CDUler, können natürlich mit einer angekündigten Symbolpolitik von Plastikstrohhalme verbieten, aber gleichzeitig nicht auf diese Recyclingquote in der EU hinweisen, ganz andere Emotionen natürlich bedienen. Und das ist natürlich auf eine Art und Weise, finde ich, ein bisschen populistisch, weil es Dinge verkürzt und die Komplexität nicht erkennt. Ich finde auch schade, dass ganz oft der eigentlich politisierende Moment, nämlich wenn es unterschiedliche Interessenlagen in der Bevölkerung gibt, die über einen Kompromiss zusammenzuführen oder die auch über einen Kompromiss auszustreiten, das sind Momente, die bei den einfacheren Parteien oder bei Parteien, die von einfacheren Lösungen leben, oftmals irgendwie nicht genannt werden, und das finde ich schade. Aber ich habe natürlich das Gefühl, dass die Grünen, die leben sehr von der jungen Generation, die in all diesen Plattformen irgendwie sich eben sehr organisch und natürlich verhält und dann ganz authentisch, ohne dafür bezahlt zu werden, die eigenen Markenbotschafter sind. Es gibt Themen, die in der Popkultur natürlich ganz anders gespielt werden, wenn es um Diversität, um Feminismus, um Nachhaltigkeit geht, dann sind es Themen, die natürlich anders ankommen als Gefängnisreform und Apothekenrecht, und das sind eben die Themen, mit denen gerade die Grünen natürlich auch vorne stehen, und das in der Popkultur zu verwurzeln, wo jede irgendwie Fashionmarke irgendwie eine Party zu macht, wo Fernsehsendungen zu laufen, wo Celebrities Interviews zu geben, das gibt dem natürlich einen ganz anderen inhaltlichen Rahmen. Ja, ich frage da deshalb nach, weil wir natürlich auch ein bisschen erfahren wollen, was können wir für uns daraus lernen? Ja, jetzt gucke ich nochmal den Günther Thissen an. Was können wir für uns daraus lernen? Ihr macht da einiges schon auch in den sozialen Medien. Mit welchen Erfahrungen, mit welchem Erfolg, mit welchem Einsatz, mit was ist der Erfahrungswert, den ihr macht? Ja, wir vertreten ein Produkt, und zwar den Zucker. Eigentlich ein natürliches, regional produziertes Produkt aus den heimischen Zuckerrüben. Aber wenn wir nun für dieses Produkt in der Öffentlichkeit eintreten und auch mit Videos versuchen, etwas Emotionen in dieses Spiel zu bekommen, erhält man auch sehr ungünstige, sag ich mal, Quoten, wie sie gerade genannt worden sind. Also 2:1, naja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal hingekriegt, oder auch noch viel, viel unterschiedlicher. Manchmal gelingt es uns eben auch andersrum. Und ich glaube, was wir als Verband wirklich daraus gelernt haben, ist, wir müssen an das Thema hier und da mal etwas experimentierfreudiger dran gehen. Auch mal den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir probieren das mal aus. Wir lernen daraus ständig. Wir koppeln das auch immer wieder zurück. Ich animiere unsere Mitglieder dazu, uns Feedback zu geben, das auch weiterzutragen. Ich werbe auch immer bei meinen Mitarbeitern, guckt es euch an, überlegt, passt das für euch, passt das für eure Kinder, euren Freundeskreis, kann das irgendwie ankommen? Und das machen wir sehr praktisch, mal mit großem Erfolg. Wenn Sie unseren Weihnachtsfilm gesehen haben vom letzten Jahr, den können Sie ja vielleicht weiter verbreiten dann im Dezember. Der ist sehr gut angekommen. Naja, Zucker ist Liebe, ist auch ein sehr polarisierendes Thema. Aber das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, da können wir auch noch besser werden. Und der Erfolg gibt uns hier und da auf jeden Fall schon mal recht. Wir werden weiter mutig dranbleiben. Herr Braunze. Ich finde das ganz interessant, weil ich war neulich auch mal auf so einer Veranstaltung, wo über
Influencer im Marketingbereich gesprochen wurde und da gab es viele Beispiele von verschiedenen Marken, die sehr politisch auch inzwischen werden. Also jetzt Ben & Jerry's zum Beispiel setzen sich irgendwie für die Ehe für alle ein oder für Klima sowieso. Krombacher hat schon früh den Regenwald gerettet, glaube ich. Und da ist so ein Trend zu beobachten. Im Moment nicht mehr. Ja, ein Trend zu beobachten, dass auch Marken und Firmen immer politischer werden. Und das würde jetzt das ergänzen, was du gesagt hast, dass aber diese Themen, zumindest in Deutschland, schon eher, würde ich jetzt mal sagen, sehr linksliberal besetzt sind derzeit. Also in den USA ist es anders, da gibt es auch Firmen, die sich aus dem Fenster sehr weit gelehnt haben, so pro-Trump und eher nationalistisch. Das ist hier bisher noch nicht so wirklich der Fall. Aber klar, bei Ihnen wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so man könnte sich auch sowas, ja, was soll denn so ein Zuckerverbot und so, da könnte man auch anders, sage ich mal, nach außen gehen und dann so riesen Richtung Verbotspartei, ohne das jetzt dem das Wort reden zu wollen. Aber da gibt es schon auch Potenziale auf der anderen Seite. Aber was ganz wichtig ist, glaube ich, und das wäre noch ein Beispiel von Rewe, glaube ich, was heutzutage schon nicht mehr so einfach funktioniert, Dinge unter den Teppich zu kehren. Ja? Also das heißt, Rewe hat, glaube ich, bisher nicht so wirklich viele Shitstorms abbekommen, sondern diesen mit allen möglichen Akteuren, gesellschaftlichen Akteuren, mit NGOs und was auch immer in Kommunikation und in echtem Kontakt und sind im Gespräch sozusagen. Das sind sie vielleicht auch, aber das nur als Beispiel. Also ich glaube, viel miteinander im Gespräch sein und das aber auch ehrlich meinen und auch nicht propagieren, Zucker ist total geil, wenn alle wissen, es ist vielleicht gar nicht so. Ich glaube, dass Schönfärberei einfach insgesamt unauthentisch ist. Wenn Sie googeln, welche Artikel ich in den letzten 10 Jahren geschrieben habe, sind 95% der Artikel CDU-skeptisch, weil ich immer noch das Gefühl habe, im gesellschaftsliberalen Bereich und in Infrastrukturprojekten und in Modernisierungspolitik und Maschinenmoral, dass in all diesen Debatten Deutschland insgesamt, aber meine Partei auch natürlich extrem hinterherhängt. Ich habe ein Buch über modernen Konservatismus geschrieben, weil ich sage, irgendwie, das muss sich in einer ganz anderen neuen Zeit übersetzen. Das ist eigentlich alles nur Kritik. Und als dann das Zerstörungsvideo von Rezo kommt, waren sie alle auf mich fokussiert und meinten, jetzt rette uns. Und es war eigentlich, man hätte es doch eigentlich gar nicht irgendwie parallel gesehen, weil ich ja die ganze Zeit schon sozusagen Mitzerstörer bin. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen Kevin Kühnert, der die SPD eigentlich wegen der GroKo irgendwie seit Jahren unter Druck setzt, wird gehandelt natürlich als einer, der in der SPD sehr glaubwürdig ist. Und ich finde, dass die besten Markenbotschafter sind die, die eben nicht schön färben, sondern die in ihrer Kritik ernst erkennen lassen, dass sie es mit dem Produkt, was dahinter steht, ernst meinen. Ich würde einem Zuckerverband wahrscheinlich keine Torten und irgendwie Herzchen irgendwie Spots wünschen, sondern jemanden, der da steht und sagt, man kann mit Zucker krank werden, es gibt verschiedene Probleme, lasst uns doch darüber reden, wie wir uns befähigen können, dass Kinder irgendwie befähigt und gesund damit umgehen können. Und dann hat es eine ganz andere Ernsthaftigkeit, das Produkt ernst zu nehmen. Und das kann man bei SUVs machen, das kann man bei Alkohol machen, das kann man auch bei Parteien machen. Und ich habe, Navid Kermani hat das in seinen Büchern immer gesagt, dass er mit seiner eigenen Religion so kritisch ist, weil sie ihm am Herzen liegt. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man nach Wahlergebnissen am Mikrofon stehen würde und nicht sagen würde, wow, die AfD hat nur 1% weniger als wir haben gewonnen, so, dann finde ich das unauthentisch. Wenn wir sagen würden, meine Güte, was ist da in den letzten 10 Jahren passiert? Ja. Und wir entschuldigen uns für alle, die wir nicht abholen konnten und wir wollen zuhören, damit wir es besser machen, weil es ist ein desaströses Ergebnis für uns alle, so, dann ist das ein Mensch, der in dem Satz automatisch schon mehr mein Vertrauen gewonnen hat, als jener, der da vorbeiredet. Ich glaube, dass das alles stimmt, was du gesagt hast, und ich glaube, dass dahinter die Frage steht, hat der Mensch, den ich da sehe, im Internet oder auch auf der Bühne, ehrenwerte Motive oder hat er keine ehrenwerten Motive? Und das, was Rezo insinuiert mit seinem Video, ist, die CDU macht Dinge, weil sie keine ehrenwerten Motive hat, sondern weil sie der Rüstungslobby irgendwie hinterherläuft oder weil sich da ein anderer Lobbyist durchgesetzt hat, ja, und die machen das nicht aus einer inneren Überzeugung oder aus einem inneren Drang heraus. Und ich mache die Erfahrung, dass zumindest bei digitalen Formaten junge Menschen und damit sind wir wieder bei den Grünen, ein wesentlich feineres Gespür dafür haben, deswegen glaube ich auch, dass die Bildung eher bei Älteren stattfinden muss, ein wesentlich feineres Gespür dafür haben, ob das Format, was ich mir da gerade angucke, von ehrenwerten Motiven getragen ist oder nicht. Also ob ich einen Politiker sehe oder eine Wirtschaftsvertreterin oder eine Unternehmerin,
die mit mir spricht und ich merke irgendwie, boah, da, die Person brennt für das, was sie sagt. Und dieses Brennen, das würde ich auch sozusagen denjenigen raten, die sich Influencer-Marketing oder die sich Social Media oder digitale Formate im Allgemeinen zunutze machen wollen. Selbstkritik ist keine Schwäche, sondern Selbstkritik ist gerade bei einer unglaublich gut ausgebildeten und mit einem unglaublich direkten Zugang zu Informationen im Internet ausgestatteten Generation eine Stärke, ein Zeichen von Stärke und Souveränität. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Hebel für Politik und für Wirtschaft in digitalen Formaten. Das war ein wunderbares Schlusswort, das kann ich nicht besser zusammenfassen, ehrlicherweise.